Letzter Kampf. Kampf Nummer 9, Mittelgewicht bis 75 Kilo der Herren in der roten Ecke Herbert Sousa und aus Brasilien und in der blauen Ecke Kevin Boakchi Schumann aus Deutschland. Das ist ein Kampf, auf den wir uns freuen. Second out, round number one. Beide wirklich hochklassige Kämpfer. Kevin Boakchi Schumann haben wir auch schon diverse Male gesehen, hat nie enttäuscht. Marc, du hast auch mal gegen ihn im Ring gestanden. Du weißt, wie beeindruckend er kämpft. Ja, super Speed. Super starker Kampfstil. Ist ein bisschen kleiner als sehen, gegen Rechtsausleger, größer Rechtsausleger hier. Boakchi ja eher der Konterboxer. Muss jetzt hier ein bisschen den Druck selber machen. Macht aber bisher gut. Schön. Klasse. Ja. Ist ja wirklich überzeugt, hat einen sehr, sehr attraktiven Kampfstil. Auch ordentlich Druck hinter den Schlägen. Beim letzten Cologne Boxing World Cup hat er auch im Finale vorzeitig gewonnen. Durch einen echten Knockout. Gegen Max van der Paas. Genau, ist auch nicht irgendwer. Und hier jetzt gegen den Bronzemedaillengewinner bei der WM. Da sieht man auch, Wahnsinn, das ist auch sehr schnell. Ja, hier ist immer ein sehr cooles Matchup auch wieder. Super Ansetzung. Ist ja auch noch sehr ausgeglichen. Aber Kevin Boakchi Schumann macht den Kampf, bestimmt wo es hingeht. Oh. Hat ein bisschen das Gleichgewicht verloren. Ich glaube nicht, dass es Schlagwirkung war. Sieht aber unglücklich aus. Ist ansatzlose Rechte an den Kopf. Jetzt ist der Schuh offen. Ja, der Kampf hier lebt wirklich von der Spannung. Von den schnellen Anzucken, den Finden, der schlägt direkt mit. Beide eher die Konterboxer. Beide super auf den Beinen. Ja, da machen dann Nuancen den Unterschied, wer die Runde gewinnt. Oh, schöne Rechte jetzt von Kevin Boakchi Schumann. Da macht den Druck nach vorne auch, das ist. Jetzt oh, das wäre Rechte. Die hat ihn durchgeschüttelt. Schwer zu punkten, wirklich enge Runde. Hatten beide ihre Momente und guten Treffer. Ne, die Rechte am Ende, die hat Kevin Boakchi Schumann gespürt. Der Kevin Boakchi Schumann erfreut sich auch wachsender Beliebtheit. Immer mehr Instagram-Follower. Hat, glaube ich, jetzt auch so eigene Shirts draußen. Auffällige Schuhe, ist schon Charakter, der Typ, ne? Verdient, verdient, liefert ab. Super spektakulärer Fighter. Wie man hier sieht. Ich hätte sogar gesagt, sah eigentlich wirklich gut aus. Er hat den Druck nach vorne gemacht, auch hätte gesagt, ein bisschen bessere Treffer. Dann kam dann am Ende diese Hammer klare Schlaghand rein. Ist am Ende aber auch nur ein Treffer. Genau. Aber der Brasilianer bewegt sich auch sehr gut im Rückwärtsgang weg. Der ist ja nicht komplett passiv. Starkes, starkes Gefecht. Ja.
die Stärke zum Körper, ein gutes Mittel von Bakshi. Ja, die Körpertreffer gut. Bisher ist jetzt in der Runde Schumann besser drin. Ja. Das ist oft, wenn man da zum Kopf, wenn er sehr beweglich ist, direkt zum Körper schlagen, da treffe ich auf jeden Fall. Ja, macht er jetzt auch. Da habe ich zumindest den Kontakt. Das reicht ja schon, um den Punkt zu bekommen für den Schlag. Ja, drückt sich auch zurecht. Gerade jetzt sieht jetzt das Ganze mal viel, viel besser aus von Kevin Bakshi Schumann. Break. Jo. Ich fand die erste Runde auch schon sehr gut. Also der klare Treffer am Ende. Ja. Oh, schön. Nochmal starker Treffer drin. Ja, nicht irritieren lassen. Die Brasilianer in den Emotionen überwältigt. Aber hier ist jetzt richtig Stimmung in der Bude. Zu Recht. Geiler Kampf. Auch letztes Jahr schon der Halbfinalkampf von Bakshi Schumann, war die Halle auch schon am Beben. Gegen, ich glaube, den Gegner von gestern. Ja, verlangt wirklich beiden alles ab. Ja, dieses Fintieren ist einfach nur geil. Jetzt richtig stark durchgekommen. Oh, jetzt schöne Rechte, auch vom Brasilianer durchgekommen, Sousa. Ein hartes Brett ist immer drin pro Runde. Das ist auch gut, wenn die Schläge natürlich immer von Jubelaktionen untermauert werden, bleiben die automatisch auch wieder mehr im Kopf hängen. Natürlich achten die Punktrichter darauf, sich davon nicht beeinflussen zu lassen, aber sind am Ende nur Menschen. Es ist ja trotzdem einfach auch unbewusst ein Zustand. Sehr, sehr schöner sehr Kampf Runde von Kevin Bakshi. Kevin Bakshi. Die letzten 10 Sekunden, also die Runde dürfte ihm gehören. Oh, der hat schön einfach Kopf. So krass entwickelt, Kevin Bakshi Schumann. Klasse Runde, klasse Runde, klasse Kampf. Ja, und das wird eine geile dritte Runde. Das wird sie. Und ich denke auch eine ziemlich lautstarke. Denn die Leute wissen, hier geht's um die Wurst. Die Brasilianer schreien, die Deutschen schreien. Aber Kevin Bakshi Schumann richtig gut eingestellt. Die beiden Runden überzeugt, hat sich insgesamt nur 2 richtig harte Dinger eingefangen pro Runde ein. Aber dass der Brasilianer was kann, sieht man auch ganz klar. Die klar. Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft. Die kriegst du nicht geschenkt. Second out, round number 3. Das ist schön mit diesen ganzen Emotionen hier. Man ist das gar nicht mehr gewohnt. So viel Lärm. Corona hat uns die Idylle gebracht. Schön. Ja, der Brasilianer weiß, dass er jetzt mehr machen muss. Jetzt wird es ein bisschen wild. Oh, stark. Schön. Wieder drin. Oh, und wieder. Super Hände hier von Bakshi Schumann. Stark. Die hat er gespürt. Probiert sich hier zu lösen. Aber hat der Brasilianer natürlich kein Interesse, denn den hat er gemerkt. Ja, jetzt in die Ecke zum Trainer. Gucken darauf hören, was der Trainer sagt. Gar nicht so einfach zu verstehen jetzt bei, bei der Lautstrecke. Aber da kommt er gut durch, Kevin Bakshi Schumann. Jetzt hat er sich wieder eine eingefangen. Beide mit guten Treffern hier.
Wahnsinnskampf. Oh, schöne Rechte. Ja, Kevin Reed, überhaupt gar keine Zeit vergeudet, rennt jetzt. Ja, in die er hat das Ecke. Momentum gerade ja. Richtig drin. Ja. Starke Einstellung hier. Ja, klasse. Wieder mal wie beim letzten Jahr schon, wieder ein Highlight-Kampf, den er uns hier liefert. Ja. Der Typ steht für Action und Qualität. Klasse. Warte. Oh, stark. Klasse. Der liefert hier ab, das ist unfassbar. Ja, zum zweiten Mal ohne Zuschauer bringt er die Halle zum Beben. Wenn jetzt nichts schief geht, dann dürfte das doch gereicht haben. Ah, wieder einer mehr drin. Also hier werden morgen einige heiser sein. Was ein geiler Kampf. Stark. Die Uhr haben wir schon ausgeblendet. Das geht jetzt immer weiter. Was ein Kampf hier. Oh, schön. Wieder. Wahnsinn, auch wie der sich bei der Qualität der Gegner nochmal steigert. Alles raus. 10 Sekunden noch. Stark. Das Ding muss er doch nach Hause gefahren haben. Ja. Wirklicher Weltklasse-Kampf. Also geil. Ja, ja. Ja. Das ist, fasst es gut zusammen. Ja. Schreibe ich auch nur auf die Kopfkarte drauf. Geil. Würde ich sagen. Brauch mit Ausrufezeichen. Machen wir. So. Wir müssen nämlich immer benoten, die Kämpfe. Der kriegt eine 1. Das lag aber nicht nur an Kevin Borgschi-Schumann, auch der Brasilianer hat super geboxt. Super also geiler Kampf. Geiles Matchup. Und jetzt sind wir gespannt. Jetzt sehen wir sogar einen Levi von Fight24 dran. So hat der Kampf hier mitgenommen. Ja. Alle mitgenommen. Fair Play. Richtig schön zu sehen. And winner is the fighter in the blue corner. Jawohl. Kevin Borgschi-Schumann. Blaue ganz, Ecke ganz starker Liga. Sieg. Herzlichen Glückwunsch. Was eine Performance. Absolut was verdient. Was eine Performance von beiden Kämpfern. Auf jeden Fall. Viel jetzt Respekt. Hier der Highlight des heutigen Tages bis jetzt. Wieder mal. Letztes Mal schon im Halbfinale das absolute Highlight geliefert. Jetzt schon wieder das absolute Highlight geliefert. Im Finale hat er dann vorzeitig gewonnen. Auch das Highlight geliefert. Gucken wir mal, was morgen ist. Also, Kevin, schlaf schön und wir sehen uns morgen ausgeschlafen. Super, respektvolle Geste. Klasse. Der Krieger, super, geiler Kampf. Ja, dann freuen wir uns mal und gucken, was gleich kommt.